Kein Nest, kein Unterschlupf schützt die Steinböcke vor dem bitteren Frost und seinen Begleiterscheinungen. In der Kälte versuchen die Steinböcke möglichst viel Energie zu sparen. Keine Bewegung, kein Positionswechsel zu viel. Erschwerend kommt hinzu, dass sie unter solchen Bedingungen kaum Grünfutter finden. Und wer hungert, friert auch leichter. Mühsam scharren die Steinböcke den Schnee von exponierten Stellen weg, um an die vertrockneten Pflanzen darunter zu kommen. Ein Lichtblick im Hochgebirge. Wenn die Sonne einen ihrer lang ersehnten Auftritte hat, folgen ihr die Steinböcke. Die Spitzen der Berge bleiben am längsten ins Sonnenlicht getaucht. Deshalb wandern die Steinböcke die Hänge weiter hinauf. Sie wollen die seltene Gelegenheit voll auskosten. Sie sonnen sich mit einem unübersehbaren Ausdruck des Wohlbefindens. Solche Avancen gefallen dem Anführer der Gruppe natürlich gar nicht. Wenn er nicht freiwillig verschwindet, muss sich der Rivale einem Duell stellen. Wenn die Böcke ihre Hörner aneinander krachen lassen, geht es um Symbolkraft, nicht um die Verletzung des Gegners. Die Auseinandersetzung unterliegt einer fein abgestimmten Choreografie. Bei der Haltung des Kopfschmucks oder bei der Stellung der Beine entscheiden wenige Zentimeter darüber, wie ernst die Attacke gemeint ist. Grundsätzlich treten nur etwa gleich starke Böcke gegeneinander an. Unter den verschärften Bedingungen des Hochgebirgswinters eine durchaus sinnvolle Einrichtung. So wird keine Energie beim Verjagen halbstarker Jünglinge verschwendet.